Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 4.12.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann müsst ihr in einem Shop den Kredit kostet vor dem Gleich diese Folge. Und alle Infos und unterstützen uns kostenlos. Ja, Brotpilot und Fopsy haben gefragt, werden die Glühweinagentin und der Yuletide Ranger nochmal im Shop sein? Schauen wir doch einfach mal rein. Schauen wir in den heutigen Item Shop rein und da sind sie. Also, liebe Grüße gehen raus an euch, Brotpilot und Fopsy. Yuletide Ranger, Zuckerstange und die Glühweinagentin sind heute nochmal im Shop. So, wir fangen auf der rechten Seite an. Der Grimby ist wieder da. Mein Gott, der war schon so lange nicht mehr drin. Wahnsinn. Staub von den Schultern. 200 B-Bucks für das Teil. Ist relativ cool. Jo, und das hat folgendes Voting. Das war, glaube ich, auch schon länger nicht mehr drin gewesen. Na, nee, ist knapp ein Monat her. Also nichts Besonderes. So, also hier haben wir momentan 4,43 von 5 bei 7 Votes am 17. März 2018 ist erstmal drin gewesen, das 11. Mal jetzt. 9 Reminders, das letzte Mal im Shop am 23. Oktober. So, weiter geht's hier mit Heiß und Kalt. Bin ich jetzt auch kein großer Fan von dem Teil. Und Heiß und Kalt ist auch jetzt gerade mal vor 2 Monaten das letzte Mal im Shop gewesen. Hier haben wir 4,1 von 5 bei 21 Votes. Am 31. Januar 2019 ist das erstmal drin gewesen. Siebte Mal jetzt 37 Reminders. Weiter geht's mit dem Guaco. Da haben wir ein Gameplay zu. Für 1200 V-Bucks das Teil. Gameplay jetzt oben rechts verlinkt. Guaco ist, ja, ist ziemlich strange das Teil. So, hier haben wir 3,1 von 5 bei 20 Votes. Am 11. September 2019 ist das erstmal drin gewesen. Das fünfte Mal jetzt 2 Reminders. Das letzte Mal knapp vor einem Monat drin. So, dann haben wir die Blindgängerbombe für 200 V-Bucks. Fand ich eigentlich relativ witzig, das Ding. Jetzt auch knapp vor einem Monat das letzte Mal im Shop gewesen. Da haben wir folgendes Voting. 2,63 von 5 bei 8 Votes am 1. Oktober 2019 ist erstmal drin gewesen. Das dritte Mal jetzt kein einziger Reminder. Habe ich das überhaupt schon mal jemals gesehen? Kann ich mich jetzt nicht so wirklich dran erinnern. So, dann geht's weiter mit der Taco-Zeit. Für 500 V-Bucks das Teil. Finde ich ziemlich, ziemlich funny. Und da haben wir momentan folgendes Voting. Wir, ne, das ist das Falsche. Da haben wir hier 3,27 von 5 bei 11 Votes. Auch am 11. September 2019 ist das mal drin gewesen. Das vierte Mal jetzt 5 Reminders. So, dann kommen wir zu Shade. Und da gibt es diese drei verschiedenen Styles. Ist echt cool. Also gefällt mir sehr, sehr gut hier. Und ja, gucken wir mal ganz kurz, wie sind da momentan die Noten bei Shade. Auch erst vor einem Monat das letzte Mal drin gewesen. Ach Gott, was mache ich denn? Sorry, Leute. Gehen wir noch mal ganz kurz da rein. Klicken wir noch mal ganz kurz durch die Styles durch. Tut mir leid. War keine Absicht. So, sieht echt cool aus, die Lady hier. So, ja, ihr habt es ja jetzt schon gesehen. Hier haben wir 3,47 von 5 bei 58 Shorts am 3. August 2018 das erste Mal drin. Wir sind das 12. Mal jetzt 56 Reminders. So, weiter geht's mit der Sternenwucht für 500 V-Bucks. Erinnert mich so ein klein wenig hier an DSDS oder so. Ja, Subtalent. Das Teil hat hier folgendes Voting. 3,75 von 5 bei 4 Votes am 30. Oktober 2019. Das erste Mal drin gewesen. Das dritte Mal jetzt auch 0 Reminders. Echt crazy. So, Haze gibt es dann für 1200 V-Bucks. Dann gibt es einmal mit diesen Hörnern da oben drauf und dem normalen Style. Gucken wir mal, wie da momentan die Noten sind bei der Haze. Da haben wir derzeit 4,04 von 5 bei 23 Votes. Am 30. Oktober 2019 ist das dritte Mal jetzt 49 Reminders. Ja, dann sind wir wieder bei dem Set von gestern.
Da wird sich nicht viel geändert haben. Cool, dass es heute nochmal drin ist. Für die Leute, die es gestern verpasst haben. Heute könnt ihr euch diese Skins nochmal sichern. Der Yuletide Ranger und die Glühweinagentin. Coole Items. Dann haben wir hier diesen Kälteeinbruch. Und dieses Teil hier ist mega lange nicht mehr im Shop gewesen. So, und das ist hier folgendes. Das ist Cold Snap. 2,8 von 5 bei 10 Votes. Am 23. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen. Das dritte Mal jetzt. 6 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 300 Tagen am 7. Februar. Ja, und zu guter Letzt kommen wir dann jetzt noch zu dem letzten Item. Dem Gattezwerg. Dem Gattezwerg. Der Grimby. Hier ist der Grimby. Da oben der Hut ein wenig zerbrochen und schon ein klein wenig geflickt. Der Grimby hier. Hammer ist das. Das ist der absolute Hammer, der Gattezwerg. So, und da gibt es auch noch einen anderen Style hier mit glühenden Augen. War der früher schon mit drin? Gab es da auch schon diesen zweiten Style? Bin mir jetzt ein klein wenig unsicher, ich weiß es nicht so genau. Ja, Grimby auf jeden Fall. Ich finde ihn cool. Ich finde ihn kultig, der Grimby. Ja, und der Teil hat hier momentan folgendes Voting. Wir haben 3,2 von 5 bei 25 Votes am 23. Dezember 2018. Das ist erstmal drin gewesen. Das zweite Mal jetzt. 25 Reminders. Und das letzte Mal im Shop eben. Ja, am 23. Dezember. Vor 346 Tagen. Fast ein ganzes Jahr her. Jo Leute, dann würde ich mal sagen, dann ist es Zeit, den heutigen Item-Shop zu bewerten. Gucken wir mal, wie sieht es momentan aus. Wir haben hier auf der rechten Seite Staubföhnchen, Windgame, Taco-Zeit, Shade, Heiß und Kalt, Guaco. Ja, auf der rechten Seite bin ich jetzt kein Mega-Fan von dem Shop. Auf der linken Seite ist natürlich schön, dass die Glühwein-Agentin nochmal drin ist. Grimby finde ich eigentlich auch ganz cool, aber also ich werde jetzt mein Voting abgeben. Wir haben hier momentan 1142 Love It's, 1099 It's Meh und 2308 Hate It's. Und ganz ehrlich, also eigentlich würde ich dem Ding ein Hate It geben. Ja, aber ich freue mich für Brotpilot und für Fopsy, dass Knockoffs und Unitide Ranger nochmal drin sind. Also gebe ich dem Ding nur für euch zwei, gebe ich dem Ding ein It's Meh. Ansonsten hätte ich dem Ding ein Hated gegeben. So, wirklich nur wegen dem Knockoffs und Unitide Ranger. Ja gut, Shade ist auch noch cool. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal den Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist eigentlich nicht so, wie das sein sollte. Also, abonniert den Kanal, benutzt unseren Creator-Code bitte, sofort und gleich, TTV, damit würdet ihr uns wirklich mega weiterhelfen und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Fortnite Daily, schaut mit mir dann gleich.